Und da wären wir auch schon wieder, inzwischen sogar schon in Tiefhusen. Unsere Helden haben sich auch schon auskuriert, also die Krankheiten geheilt, sowie einige Tage im Rasthaus verbracht und inzwischen zeitlich noch den einen oder anderen Dukaten verdient. Wir haben außerdem für alle Helden die Schlafsäcke gekauft, damit sie jetzt im Winter auch einigermaßen gut überstehen, ohne Frostschäden davon zu tragen. Außerdem haben wir noch eine Yoruga-Wurzel gekauft, falls wir mal wieder Wundfieber bekommen, und haben noch Belmatblätter für den Dumpfschädel, Wirselkräuter ebenfalls für die Frostschäden und Gulmonblatt, weiß ich gar nicht mehr. Also ja, er hilft uns jedenfalls bei der Körperkraft, aber er war auch für eine der Krankheiten zuständig. Also sind dementsprechend jetzt einigermaßen gut ausgerüstet. Neue Waffen oder Rüstung konnten wir uns nicht leisten und gab es hier auch nicht wirklich im Angebot. Das heißt, das muss jetzt reichen. Wir haben Schlafsäcke, wir haben Kräuter für die Krankheiten. Jetzt müssen wir nur noch zurück in den Sumpf und endlich den Gesuchten finden. Damit dann diese ganze Odyssee mal vorbei ist. Weil Lo Wang an sich war ja schon ziemlich anstrengend. Der Sumpf war jetzt nicht viel besser. Aber dann, wenn das vorbei ist, dann können wir uns dran machen, wieder ordentliche Ausrüstung zusammenzusammeln, gute Rüstungen zu kaufen und dann nach und nach weitere Abenteuer zu bestehen. So, alte Option. Jo. Wir finden Wasser, wir finden was zu essen und keine Kräuter. Schade. Und Gerogon kriegt trotzdem Schaden. Das ist ja komisch. Na gut, gleich nochmal Lagerplatz aufsuchen. Sind alles Chancen, noch Kräuter zu finden. Denn die Kräuter waren ganz schön teuer. Dafür mussten wir einige Tage arbeiten. Und es wäre schon schick, sowas am Wegesrand zu finden. Hinter der nächsten Wegbiegung taucht plötzlich eine Ork-Patrouille auf. Na gut, es sind nur Orks in Anführungszeichen. Das heißt, wir machen mal einen taktischen Rückzug mit Mürrim. Oh, sehr schön. Kann direkt stehen bleiben und kriegt nächste Runde einen Acceleratus. Talana sollte dann nur weggehen. Genau, da verschwenden wir keine Astralenergie. Da schaffen die beiden Jungs schon so alleine. So, du auf den da. Du wieder auf den. Der hat ja schon etwas abbekommen. Und wenn ich das richtig sehe, kriegt jeder von den beiden 4 Orks. Das könnte schmerzhaft werden, weil wir noch nicht so die gute Rüstung haben. Na komm, du stellst dich mal dahin und verschreckst einen nächste Runde. Oder auch zwei. Oh, ein Attacke-Patzer beim Ork, sehr schön. Du bewegst dich jetzt bitte aber erstmal hinter Tirik, damit der Ork dich nicht wieder angreift und zauberst bitte Acceleratus auf ihn. Sehr schön. Du zauberst Beherrschung Horiphobos. Horiphobos! Genau. Sehr schön. Tirek greift nicht die Luft an, sondern den da. Trifft aber nicht. Was ist denn mit dir los, Tirek? Hast du immer noch irgendwelche Frostschäden? Ich hoffe mal nicht. Den ist nicht zu scherzen. Und ich hätte gerade schwören können, Gerogons Porträt sieht komisch aus. Nicht, dass sich jetzt schon wieder was eingefangen hat. Das wäre nicht so schön. Du auf den. Du auf den. Mürrim schießt auch auf den. Komm schon, gib mir Gerogon. Ich will gucken, ob er krank ist. Nee, Tirik ist dreimal dran, bevor Gerogon dran ist. Jo. Er hat noch mehr als die Hälfte der Lebenspunkte und hat jetzt schon so ein zermatschtes Gesicht. Das heißt, er hat wahrscheinlich Wundfieber von den Orks bekommen. Nicht gut. Gar nicht gut. Du zaubern. Beherrschung und noch ein Horiphobos. Dann reicht es aber auch erstmal Astralenergie. Sonst haben wir nachher im Sumpf wieder nichts. So, du haust den. Der war schon angeschlagen, sehr gut. Dann haust du noch den. Da kann Mürrim dir auch gleich helfen, genau. Und du prügelst einfach so noch ein bisschen mit drauf, als Ablenkung. Genau,
gute Ablenkung, sage ich doch. Du schießt wieder auf den. Und nachdem Tirik den hier erschlagen hat. Okay, nächste Runde vielleicht kann er dann auch Gerogon aushelfen. Und dann müssen wir gucken, was er hat. Aber ich denke mal, da es so schnell kam, wird es wahrscheinlich echt eine verrostete Klinge gewesen sein. So. Du sicherst, du schießt auf den vor Gerogon. Und du stürmst da ganz schnell hin. Hast du noch genug Bewegungspunkte? Sehr gut. Und drei Säbel. Lagerplatz suchen. Und erstmal Gerogon angucken. Mürrim. Talent anwenden. Krankheiten heilen. Gerogon. Frostschäden. Zar sei Dank. Das müsste jetzt Gulmonblätter kosten. Ne, nur ein Wirselkraut. Oh, sehr schön. Also Frostschäden braucht nur das Wirselkraut. Das heißt, wir könnten ruhig noch dreimal Frostschaden nehmen. Auch wenn wir es nicht darauf anlegen sollten. Was ich nicht ganz verstehe. Er hat einen Schlafsack. Er hat noch eine Decke. Er hat festes Schuhwerk. Er hat eine Robe über seiner Rüstung. Das müsste doch eigentlich reichen. Aber na gut. Anscheinend nicht. Zurück. Alte Option. Jo. Keine Kräuter. So, heute werden wir es wohl nicht mehr schaffen. Nee, wir müssen durch die Furt. Hoffentlich wird keiner nass. Mürrim nimmt ein unfreiwilliges Bad. Als einzige. Da müssen wir mal nachgucken. Obwohl, nö, wir schlafen einfach hier in der Herberge. Da wird sie schon nicht krank. So, einmal ein richtiges Einzelzimmer. Das haben die sich auf jeden Fall verdient. Schlafen, ja. Und sie sieht nicht verschnupft aus. Sehr gut. Wir wollen unseren Weg zu Fuß fortsetzen. Und gegen späten Nachmittag betreten wir auch wagemutig den Sumpf. Und schauen jetzt mal. Wir sind jetzt bei dem komischen Ausgang gewesen. Genau, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir sind hier oben und hier kennen wir uns überall noch nicht aus. Sehr gut. Gucken wir erstmal nach Osten. Hier rum also. Das Gebiet decken wir jetzt einmal komplett auf. Und wenn wir da den Gesuchten nicht irgendwo finden, gucken wir uns nochmal die Heidekräuter an. Da waren ja so viele, die werden wohl irgendeine Bedeutung haben. Und dahin. Sichern. Und das sind nur Goblins, das passt schon. Du schießt auf den Nahen. Solange jetzt nicht von unten noch Verstärkung kommt, ist alles gut. Du sicherst einfach mal. 15 Trefferpunkte halten sie schon mal aus. Du sicherst. Du. Okay, 24 halten sie dann nicht mehr aus. Also wirklich nur normale Goblins. Und nicht irgendwelche Zombie-Goblins oder Zombloids oder wie auch immer. Wenn ihr jetzt noch ein paar Schwerter hättet, wäre es noch viel schöner. Aber da wir wieder im Sumpf sind, wage ich das zu bezweifeln. Hier geht die Ausrüstung ja doch recht schnell verloren anscheinend. So, und nur noch einer. Da hätte Gerogon auch Platz machen können, damit man rumschießen kann, aber nein. Er war so sehr auf den Kampf vertieft. Kann er von hier schießen? Jo. Sichern. Sichern. Da draufhauen. So, keine Ausrüstung, aber wir können hier weiter. Ich gucke mir auch immer wieder diese Sträucher hier an. Jetzt, wo wir das eine Mal die Kräuter gefunden hatten, wäre es schön, wenn wir noch mal irgendwo was finden würden. Denn jedes bisschen hilft uns momentan. Oh, schon wieder was. Was haben wir diesmal? Oh, ein paar mehr. Da geh doch mal bitte dahin und schieß einfach auf irgendeinen. So, du
kannst diese Runde nicht mehr angreifen, weil die etwas ungünstig stehen. Ah doch, du kannst neben denen da laufen. Oder vor denen da laufen. Talana steht da ziemlich ungünstig. Du läufst mal dahin. Und ich wollte gerade sagen, Tirik kann in die Lücke da laufen zwischen den vier Goblins, aber das geht jetzt auch nicht mehr. Das heißt, dahin. Na gut, dahin. So. Du sicherst einfach. Und Mirum zieht sich gleich zurück. Oh, Gerogon ist schon auf der Hälfte seiner Energie. Das ist nicht gut. Dann sollten wir gleich mal versuchen, ihn normal zu heilen mit Heilkunde Wunden. Und sonst kann er entweder ein Wisselkraut essen oder einen Heiltrank trinken. Obwohl, Talana hat noch so viel Astralenergie, da könnte sie sich auch mal zu einem Heilzauber erbarmen. So, du schießt bitte auf den da. Sehr gut, schon bist du noch 3, das ist doch schon gleich wesentlich übersichtlicher. Zack, zack. Alte Option. So, nur noch 2. Dann kann Tirik auch gleich mal Platz machen, damit Mirum besser schießen kann. Und momentan kommt sie an niemanden ran, oder? Doch, an den. Sehr gut. Du, den. Du kannst alte Option. Auf den ab. Ich bin schon gespannt, was hier noch so auf uns wartet. Der Sumpf hat ja in allen Ecken irgendwelche Überraschungen für uns bereitgehalten. Sogar Riesendinosaurier. Und ganz schön hinterhältige Echsenmenschen, die uns zu dem eben erwähnten Saurier hinführen wollten. Das war echt eine ganz schön fiese Nummer von denen. Oh. Komm schon, das ist nur ein Goblin. Warum dauert das so lang? 17 Trefferpunkte und er steht noch. Na gut. Und er flieht nicht mal. Was erdreistet er sich? Pfeile dürften auch demnächst wieder runtergehen. Nein, du sollst keinen Selbstmord begehen. Du sollst den da hauen. Na, endlich. So, du stellst dich bitte daneben, damit Tirik gleich ranstürmen kann. So, du stürmst bitte dahin und kannst erst nächste Runde angreifen. Du stellst dich dahin und schießt einmal schräg da zwischendurch. Und jetzt flieht er. Sehr gut. Ich habe gar nicht speichern gedrückt. Zurück zur Aktion. Okay. Also hier ist wieder das Echsenmenschendorf. Aber sonst nichts von Interesse. Gut, dann versuchen wir erstmal Gerogon zu heilen. Talent anwenden. Wunden heilen. Gerogon. 7 Lebenspunkte. Sehr schön. Und du kannst mal Zauber sprechen. Heilung. Balsam. Gerogon für 10 Lebenspunkte. Balsam. Und das sieht doch gleich viel besser aus. So. Im Süden geht's weiter. Haben wir noch irgendwelche Abzweigungen? Also hier oben haben wir jetzt alles. Ich glaube, ich gehe kurz vor nochmal hier nach Westen und schaue, ob das da auch nach Süden geht. Also ob es da quasi einen parallelen Gang gibt. Und ja, sieht so aus. Ist hier oben noch was? Nö, nur eine Sackgasse. Jo, hier ist auch eine Sackgasse. Na gut, also es gibt nur diesen einen Weg hier. Da werden wir doch gleich bestimmt wieder überfallen. Werden uns hier richtige Horden entgegengeworfen inzwischen. Oh, wieder was Grünes. Hehe, die hätten wir wahrscheinlich umgehen können. Du beweg dich mal dahin, denn ich denke, da kommen gleich noch mehr. Du schnappst dir den da. Und Tirik nimmt die beiden da unten. Angriff. Sehr schön. Guter Anfang. Angriff auf den Angeschlagenen. Und bisher keine Verstärkung.
Dann dürfte der Kampf ja doch schneller vorbeigehen, als ich dachte. Aber warten wir mal ab. Bisher hätte als einziges Nurum eine schlechte Position, wenn dann direkt von rechts Orks kommen würden. Zack. Mal eben die Seite gestupst. Auch wenn das keinen Schaden verursacht, aber ich denke mal, es ist eine gute Ablenkung. So, du wieder auf den. Und der ist auch schon hinüber. Sehr schön. Kannst du den da hinten angreifen? Nee, kannst du nicht. Kannst du den oben bei Gerubern angreifen? Ja, schon besser. Also du, dahin. Abwarten. Du haust wieder da drauf. Und Tirik stellt sich gleich hinter den Ork. Genau dahin. Angriff auf den. So, der bei Gerubern fliegt. Sehr schön. Du schießt auf den da. Du haust ihn in den Rücken. Besser gesagt, schlägst mit deinem Zauberstab. So, alte Option. Und Tirik. Da trifft Talana ja besser. Ja, die ganzen Krankheiten haben Tirik doch schon ganz schön zugesetzt. Das merkt man auch im Kampf. Wir sollten unbedingt gucken, wie viele Pfeile wir noch haben. Ich bin ja doch recht freizügig momentan mit denen. Mürrim. 52. Oh, das geht ja noch. So, jetzt speichern wir aber erstmal ab. Ich habe keine Lust, sonst wieder irgendwo hinlaufen zu müssen. So, einmal neu. Ja, wirklich sichern. LP 053. Und wir sehen uns gleich wieder.